Guten Morgen. In diesem ersten Sommertag. Ja, wir haben den ersten Sommer in Staxo. Und ich würde sagen, wir gehen erstmal aufs Klo. Ah! Hände waschen, nicht vergessen, das ist natürlich wichtig. Ah, nochmal waschen, die war ein bisschen arg dreckig. Und ja, bis es gestern Abend Nacht wurde, Annabelle ist hungrig, natürlich. Rufus ist auch hungrig. Aber Rufus hat uns Erdbeersamen gebracht. Und das ist gut, weil Erdbeersamen kann man im Sommer anpflanzen. Das haben wir ja schon gelernt. Rufus, sag mir jetzt nicht, wir haben kein Hundefutter mehr. Rufus, wir haben kein Hundefutter mehr. Ihr seht es im Vergleich zu letzter Folge. Das Geld ist ein bisschen mau geworden. Aber wir haben 194 Planken. Und wenn wir die gleich verschachern, dann sind wir finanziell wieder gut gestellt. Ja. Und dann machen wir ein großes Erdbeerfeld. So sieht's aus. Ba, 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 ba. Erdbeersamen. Nehme ich. Wir bereichern uns jetzt an den Erdbeersamen. So viele Erdbeersamen, wie wir brauchen, ja? Braucht kein Mensch. Wir haben nicht genug. Oh fuck, wir haben verdammt viel Geld ausgegeben für Erdbeersamen. Aber das ist okay. Weil wir werden jetzt Erdbeeren anpflanzen und gut, unsere Erdbeeren müssen uns einen Ertrag von 1400 geben. Sag mal 1500, das ist das Ziel, Erdbeeren. Sonst ist das blöd. Oh shit, und wir sollten irgendwas verkaufen können, damit wir unserem guten Rufus was zu essen bieten können. Dann bestimmt noch irgendeinen Schmetterling einstecken. Oder eine Libelle. Libelle verkauft. Schmetterling verkauft. Andere Schmetterling auch verkauft. Gut, jetzt ein bisschen Hundefutter. Tierfutter. Yay. 100 Blütenblätter bezahlt und ab geht's. Ab geht's, auf geht's, 3 Tage wach. Sommer! Wusstest du, dass Pilze und Früchte in der Stadt einsammeln kannst? Du kannst sie für ein wenig extra Geld verkaufen. Deswegen brauche ich auch keinen Job. Jamie, ein wenig extra Geld reicht nicht um 2 Kühe. Alissa, was geht ab? Hab wohl wieder einen Schreibenschlüssel verloren. Sag Bescheid, wenn du den findest, ja. Ja, machen wir natürlich. Ich kann nicht einfach von Bären und Zeug leben. Ich muss Kühe und Hunde ernähren. Und das ist nicht so einfach. Das ist nicht so einfach. Ja, Rufus. Annabelle hat auch schon gefressen. Rosi, was geht ab? Rosi, was geht ab? Rosi hat... Ich möchte jetzt nicht Samson Magic irgendwas beenden. Tapp das Spiel einfach mal raus. Und Rosi, kriegst natürlich auch wieder was zu fressen. Hätte nicht gedacht, dass es euch so schlecht geht hier hinten gerade. Da muss man gleich mal die Libellen einfangen. Flop. Oh, ich bin im Wasser. Es ist kein Insekt, ach so. In dem so ist. Plopp. Wilfried, alles cool bei dir. Du machst Dinge mit dem Trog. Ich sehe das schon. Das ist okay. Rosi, Wilfried, ich hab nicht gestört. Mach du ruhig weiter. Passt schon. So. Sieht nicht gesund aus, braucht Wasser. Sieht nicht gesund aus, braucht auch Wasser. Ja. Die Schnecke muss weg, weil sonst klaut die uns noch unsere Saatgut gleich. Und ich würde sagen, wir bauen einfach mal dann hier unser Zeug an. Und zwar braucht man dazu erstmal unsere Hoe. Ein guter Gärtner muss immer eine Hoe parat haben. Damit wir hier ein bisschen das Grundstück hoen können. So. Und da wir ja auf das Grundstück auch drauflaufen können. So. Dann würde ich sagen: Fucking hell. 45 Erdbeersamen. Ja, können wir ein bisschen was aussehen? Das könnte ein bisschen dauern. Aber rein rechnerisch bringen Erdbeersamen wohl am meisten Money von den Dingen, die man einpflanzen kann.
Und dementsprechend pflanzen wir die ein. Die Pflanze benötigt mehr Platz zum Wachsen. Ah! Ja, 9 Erfolge, 50 Pflanzensamen gepflanzt. In den Tipps stand immer, man soll gedrückt halten, dann geht es schneller. Ich habe es nicht so ganz kapiert, mittlerweile habe ich es kapiert. Einfach gedrückt halten, das geht schneller. Und ja, das ist exakt das, was auch in den Tipps stand. Gedrückt halten, dann geht es schneller. Ist das die Sense? Ja. Mit der Sense machen wir kurz mal das Gras weg. Oh. Ist in Ordnung, muss sein. Ich fände es ja schön, wenn da irgendwie Heu rauskommen würde oder irgendwas, aber tut's nicht. So, dann kurz mal hier, Hammer. Oh, Hammer geht nicht, Spitzhacke. Geht auch nicht, das ist ein Stein. Aber brauchen wir den Hammer. Na gut. Dann nehmen wir den Hammer wieder ins Repertoire auf. Immer boom. Ja. Da ist der Stein schon mal weg. Und der gleich mit. Gibt's kein Aber. Dann zurück zu Hause. Den Boden mal ein bisschen auflockern, damit die Erdbeeren auch sprießen können. Das bringt ja nichts, wenn wir die Erdbeersamen einfach so auf den Boden streuen. Und ja. Jo, wedel, wedel, wedel. Wedel, 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 wedel. Dann unsere goldene Aubergine. Zucchini, was auch immer. Haben wir noch irgendwas zum Einpflanzen? Ich glaube nicht. Nee, haben wir nicht. Gut, dann müssen wir jetzt eine Runde gießen. Auch die beiden hier, die schon ein bisschen scheiße aussehen, weil sie kein Wasser haben. Rufus, du musst jetzt unsere Setzlinge bewachen. Wenn da Krähen kommen, ne, weißt du Bescheid, machst du kaputt. Ja. Gut, kleines Erdbeerfeld bestellt. Kleine Sammlung. Bisschen kacke. Ich bin mir noch nicht so sicher, ob das so klappt mit der Kacke, wie wir uns das vorstellen. Dass wir die einfach hier hinwerfen und dann spreadet die schon die Liebe über die Pflanzen. Aber ja, vielleicht klappt das so. Gut, vielleicht auch nicht, aber er weiß das schon. Ich nicht. Königin. So, ich habe meinen Entschluss gefasst. Wir stellen hier einfach alles random auf. Ich meine, what the fuck? Ich baue doch hier kein Bürogebäude für eine Person hin. Zum Beispiel dieses Bücherregal. Dieses Bücherregal passt perfekt in die Küche, weil das Bücherregal ist eigentlich für Kochbücher. Ja. Wenn du hier am Kochen bist, also an deiner nicht vorhandenen Kochstelle, weil die brauchen wir für so ein Haus nicht, kannst du hier... Oh, aha, ja, mein Kochbuch. Klappt wunderbar. Haben wir noch irgendwas, was in dieses Haus soll? Feuerwerkskanone zum Beispiel? Wir haben gerade nichts dabei. Könnten wir die Grasblöcke und so verkaufen? Die brauchen wir ja nicht. Die brauchen wir nicht. Nee, brauchen wir nicht. Nee, nee. Oscar, was geht ab? Jamie, was geht ab? Ich bin mir ehrlich gesagt jetzt nicht sicher, ob die Rechnung für meine Holzplanken Sinn gemacht hat, die ich aufgestellt habe, oder ob die einfach falsch war. Das kaputzen Sweatshirt verkaufen wir jetzt nicht, aber hier. Euch kann man mal verkaufen, Schätzekins, ja. Ja, ein bisschen Geld. Ich meine, so eine Biene, die bringt schon mal Geld, um eine Kuh zu ernähren, ja. Dementsprechend, ja. Erster Tag des Sommers. Alisa, können wir da mal ein bisschen was rausnehmen? Okay, gut. Also, wir schlüsseln das mal auf. Für 10 von unseren schönen Holzplattformen brauchen wir Nägel
Und zwar dreimal. Das sind 60 Blüten. Die stellen wir jetzt mal dazu. Und brauchen zwei Bauholz. Ist das korrekt? Ist das korrekt? Brauner Holzblock. Bauholz, Treiber Nägel. Wir brauchen 5 Bauholz. Gut, machen wir jetzt aber mal. 5 Bauholz. 3x Nägel. So, dann gehen wir gucken, was so Bauholz kostet. Das sind 206 Stück. Kriegen wir 1441. 1442. Geteilt durch 206. Kostet 1, kostet 7. Habe ich sogar richtig im Kopf. 7 mal 5 sind 35. Das heißt, wir haben Kosten von 35 plus 60. 60, weil 3 mal 20 für die. Oh, gerade schon gedacht, ich hätte es verkauft. Gut. Für 10 Stück davon kriege ich 50. Das ist ein Verlustgeschäft. Das war dumm. Elisa, wir waren dumm. Dummheit tut weh, in dem Fall finanziell. Na gut, was haben wir daraus gelernt? Jetzt wird wieder hier Feinlumber produziert. Weil Feinlumber, das macht das richtige Geld. Stimmt's, Elisa? Stimmt. Und da müssen wir nicht daneben stehen. Das ist doch viel besser. Die nehmen wir auch wieder mit. Das nehmen wir auch mit. Alles unser Holz. Auch unser Holz. Let's go. Wir haben jetzt die Millionen gemacht. Die Millionen! Ja. Und, ja. Ich glaube immer noch, wir brauchen eine fucking Packstation. Um an den Kühlschrank zu kommen. Ich meine, wahlweise können wir auch einfach unserem Kühlschrank klauen. Ich muss jetzt mal kurz gucken. Der gute Mann hier hat auch bestimmt einen Schreibtisch. Ist das ein Schreibtisch? Nimm das mal auf. Das ist ein Office Counter. Und das ist nicht wirklich das, was ich... Alles wieder da. Warum muss man sich immer durch so viele Beschwerden durchkämpfen? Wir haben doch gar nicht so viele Einwohner. Ja, und ich besorge dir gleich noch mehr Einwohner. Das hier ist doch, das sieht doch nach einem Schreibtisch aus. So einen will ich haben. Jetzt mal kaputt machen. Den auch. Das ist ein Computer. Das ist ein Bürostuhl. Und das Office Desk. No, irgendwas. Nora Kratz. So. An dem, so stand der aber nicht. Ups. So. Jetzt auch wieder den Computer draufgestellt. Kannst wieder in Ruhe arbeiten. Kann der Mann wieder in Ruhe arbeiten. So. Ich hab nichts kaputt gemacht, nichts hingestellt, nichts, gar nichts. Nee, nee. Nee, nee. Nee, nee. Hör mal, Junge. Das würde ich doch nie tun. So, das heißt aber, wir brauchen karierter Stuhl. Ja, ey, karierte Scheiße hier kostet verdammt viel Geld. Klamotten will ich jetzt auch nicht haben. Ich will Blueprints haben für einen Stuhl. Kaffeetisch. Capture Crate. Rope Fence, Ranch Window, Ranch Ground, Dark Chicken, Pass, Simple Book, Edge, Ranch Stairs, Basic Table, Chicken Cope, Read Sign, Basic Door, Türrahmen. Na gut. Wir müssen Geld machen und wenn wir Geld gemacht haben, müssen wir eindeutig so eine Packstation kaufen. Weil das ist so mein nächster Einfall, wo wir einen Kühlschrank herbekommen und Schreibtische, weil Schreibtische kann man nirgendwo kaufen. Hast du Schreibtische? Was? Frittierstation, Küchentresen, Riesentische.
Ja. Ich wollte mal gucken, was da drin steht, was für einen Tisch wir brauchen. Ob da überhaupt was drin steht. Ah, Schlückchen Kaffee, beste. Beste. Bett, gut, das kriegen wir noch hin. Kasten. Hier mache ich einen Kasten. Ich würde fast sagen, für einen Kasten brauche ich Pfosten. Pfosten. Grubberholzzahn, Hühner, Kühlerbox, weißer Lattenzaun, Türrahmen. Bauholz und Kleber muss ich kombinieren. Und großen Holzrahmen und zweimal billiger Lack. Okay. Hier kann ich ja Pfosten machen. Ich werde noch mal ein paar Pfosten machen. Haben wir. Ja, wir haben kein Bauholz mehr dabei. Aber ich könnte mir vorstellen, dass wir Pfosten zu einer Kiste oder einem Kasten oder so kombinieren können. Ich meine, Kiste, Kasten, das ist das Gleiche. Es dürfen so Boxen sein wie die Box, wo unser Fisch drin war, den wir gefangen haben. Gefangen. Und ja, theoretisch müsste man den aus so kleinen Latten machen. Kleine Latten. Und ja, dann haben wir schon mal Kasten, Kisten, Kästchen, Platz da alles. Ja gut, das bringt natürlich nichts, wenn wir das hier unten hinlegen. Nein, meine Pharma-Lizenz wollen wir jetzt nicht austauschen. Auf der Null. Posten. Du kannst mit dieses Gegenständen nichts anfangen. Ich will mehr Blaupausen. Kurzer Gerüchtecheck. Was geht ab? Yogi Bär, was kann ich heute für dich tun? Irgendwelche Gerüchte? Angeblich hat Janie ein paar Schwierigkeiten. Schön dich zu sehen, Yogi Bär. Was kann ich heute für dich tun? Lass uns plaudern. Nimm dich vor diesem Farmfan in Acht. Sie kann von Zeit zu Zeit ein wenig aufdringlich sein. Sie hat aber sicher auch jede Menge nützliche Tipps für dich parat. Tut mir leid, aber ihren richtigen Namen kenne ich leider auch nicht. Stimmt, mit der haben wir lange nicht mehr geredet. Und ich muss hier Qualitätskontrolle machen. Was ist das? Das ist eine Kiste. Gut, stellen wir wieder hin, Robin. Keine Angst. Ja, Kiste steht wieder. Fan, wo bist du? Da tappt das Spiel raus. Die ist im Gebäude. Die steckt mit dem Rowan doch unter einer Decke. Gut, die ist auch, Safteholiker. Ja, was geht, Farmfan? Nett, dich wiederzusehen! Hey, wie geht's dir? Ich dachte, du hättest jetzt Tipps für mich. Schade. Würde ich sagen, wir gehen mal nach Hause. Schlafen eine Runde. Trinken. Und, gucken, was der nächste Tag so bringt. Bewässern unsere Erdbeeren. Everyday, simple life. Farm life, ja. Rosemary, was geht ab? Und ein Schlückchen Kaffee. Ja, das ist wahrscheinlich die Farm. Ich habe gerade eigentlich gedacht, das wäre unser Ding. Hallo, Kuh. Unser Ding, um zu gucken, was wir alles brauchen, um eine alte Farm zu haben. Aber scheinbar nicht. Scheinbar nicht. Ich will aber nicht, dass mein Haustier irgendwelche Tricks... Oh, es regnet. Wobei, das ist gut. Da müssen wir nicht wässern. Ab geht's. Aufstehen. Den Tag begrüßen. Der Moshi. Der gute Morgenschiss. Ah. Sehr gut. Abspülen. Hände waschen.
rausgehen. Anna will Hallo sagen. Schon wieder Hunger, Rufus. Ich würde jetzt sagen, wir wässern hier. Aber ich glaube nicht, dass es was bringt. Das ist alles nass. Du musst Pflanzen in regnerischen Tagen nicht gießen. Okay. Dann halt nicht. Dann sammeln wir Rosis Ei ein. Mensch, was geht ab? Hier sind noch zwei Futtereinheiten. Annabelle. Ist mal wieder nach da hinten. Hey. Komm mal mit. Annabelle. Ja, Annabelle, hier hinten gibt's auch Futter. Was soll ich denn? Ich kann doch nichts für dich tun. Wenn du blöd bist, ne? Oh, eine Biene. Die tägliche Biene gibt uns heute. Und ja. Dann watscheln wir wieder nach da hinten. Haben die Biene brav eingefangen. Lisa, was geht ab? Ich hoffe, deine Säge ist noch ganz. Weil die Säge ist unser Lebensunterhalt. Ich verkaufe jetzt auch mal hier die Grasblöcke. Die brauchen wir jetzt nicht. Und. Ja. Oh, jeder Grasblock. Ein Geld. Das ist okay. Die Biene bringt mehr. Das ist auch okay. Wie geht's unserem Holz? Hier wird noch fleißig gesägt. Finde ich gut. Schön weitermachen. Wir verkaufen das mal kurz. 1441. Läuft. Jump, jump, das ist die neue deutsche Welle. Jump, jump. Yogi Bear. Du musst unbedingt einen Angelplatz... Oh nein, nein, ich will aus diesem Gespräch raus. Hilfe. Hilfe. Ja, toll, wir kriegen alles. Ja, ist okay. Außer die Einhornkäfer, weil die sind zu selten. 114. Ach ja, die guten 114. Er kennt sie nicht. Prick, was sagst du dazu? Das ist echt voller Prick. Rosemary, was geht ab? Rosemary! Einen Moment. Yogi Bear, könntest du mir einen Gefallen tun und diesen blauen Brief Lieferung zu Alyssa bringen? Klar, kein Problem. Machen wir. Ausgezeichnet. Dankeschön. Das ist es. Alyssa! Jamie? Mia? Oh, ist Alyssa. Ist Alyssa in ihrem Shop? Job, 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 job. Nein! Oh mein Gott, Alyssa, wo bist du? Alyssa? Ah, da hinten. Die guckt immer so grimmig. Alyssa! Warte! Du bist 5 Meter von der Person weg, die uns Post für dich gegeben hat. Wo ist der Eingang? Hier, Post. Oh, blaue Brief für mich. Ja. Dankeschön. Bitte nimm dies für deine Mühe. Feuerwerksgerät. Ja. Dann würde ich mal sagen, das war's für die Folge. Vielen Dank fürs Zusehen. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da. Ihr dürft uns auch abonnieren. Und habt eine schöne Woche. Haut rein. Und wir sehen uns nächste Woche. Nächste Folge. Morgen. Bye, bye.